drei Bildschirme kommen dort. Ich. So, nicht wundern, falls ich versuche mit der Maus da herumzufahren und irre werde, das ist, dann erinnert es mich daran, dass ich am Okay. falschen Computer bin. Also bis wir anfangen, wir warten noch 2, 3 Minuten. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Ein bisschen Einblick in das Studio hier. Da ist ein Mischpult, da ist mein Mikrofon. Blue Yeti Ja, oder so. genau. Dann da ist. Zufrieden mit dem, weil ich überlege fürs Podcasten, wie es weitergeht. Ja, ich finde es schon okay. Es hat viele Einstellmöglichkeiten. Und ich glaube, es klingt auch ganz gut jetzt. Also man muss schon einiges probieren. Da läuft der Stream. Und da ist dann noch der zweite Computer für die Aufzeichnung und der dritte Computer fürs Livestreaming. Das heißt, Okay. da sieht man uns nochmal. Und gebe mich geschlagen. Einen Bildschirm habe ich gar nicht eingeschaltet, weil das wäre irgendwie zu viel des Guten. Dann wüsste ich gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Schalte ich auch wieder auf die andere. Weil macht ein bisschen angenehmeres Bild. Ja, bitte in die Vorstellungsrunde kurz eingeben. Hallo Martin, hallo Susanne, Sophie, Christina, Jessica. Na, schöne Runde. Hin fühlt sich. Fühlt sich, genau. Und teilt unseren Facebook-Stream. Die Sache ist die, ich sage es jetzt hier noch, bevor wir offiziell starten, wir sind finanziert vom Bundeskanzleramt. Öffentliches Geld verwenden wir hier. Und das Ziel davon ist auch, dass die Öffentlichkeit teilhaben soll an dem, was wir hier tun. Und das können wir unter anderem damit erreichen, dass wir ja von unseren Aktivitäten erzählen. Das heißt, das Teilen des Facebook-Streams wäre schon sowas. Und ja. Ah, ich habe eine Idee. Gut, weil das Fernsehen hat gerade Probleme reinzukommen in unseren Online-Raum. Aber die können ja auch den Facebook-Stream dann ins Fernsehen übertragen. Gut, 11:01 ist es. Tom, du bist bereit? Ich bin bereit. Super. Wir starten ins Webinar. Heute mit Tom Schaffer, der ganz kurzfristig eingesprungen ist, nämlich gestern Abend erst. Ich glaube, es war 8 Uhr oder so. Da ist er informiert worden, dass Karim nämlich leider erkrankt ist und ja, seine Stimme irgendwie nicht richtig funktioniert, also Erkältung und so weiter. Ja, schade, aber also total schön natürlich, dass Tom eingesprungen ist. Ja, wir haben auch keine Präsentation. Wir werden zeigen, wir werden miteinander sprechen. Ja, ich sehe hier die Vorstellungsrunde und ja, freue mich sehr, dass so viele hier sind. Vielleicht gebt ihr in den anderen Chat mal ein, was sind denn so eure Herausforderungen beim Thema Content? Ja, einfach, dass wir so ein bisschen was wissen. Und Tom darf sich vorstellen. Bitte, Tom. Ja, hallo, mein Name ist Tom Schaffer, ich bin Journalist und seit guten 15 Jahren Blogger und versuche euch heute aus dieser Erfahrung heraus ein bisschen was über guten Content zu erzählen. Sag mal, wo hast du überall geschrieben oder wo schreibst du aktuell? Für welche etablierten Medien zuerst und dann schauen wir uns deine Blogs an. Ich habe die letzten fast 9 Jahre für einen Standard geschrieben, hauptsächlich den Online-Standard. Und ja, ansonsten bin ich freiberuflich tätig jetzt, suche auch derzeit wieder nach einer neuen Stelle. Und in letzter Zeit habe ich es eher so mit Bloggen versucht, habe gelegentlich für andere Medien was geschrieben, Vice zuletzt einmal und ja, sowas in der Richtung. Und dann habe ich eben meine eigenen Blogs schon seit einiger Zeit. Die das sind jetzt mehrere, aber drei sind besonders langfristige Ziele, sagen wir, also sind langfristig betrieben von mir. Kann ich kurz herzeigen. Da ist einerseits
Das ist zurpolitik.com. Da geht es um Politik und Medien. Das betreibe ich seit 2006 circa. Zwischendurch habe ich das mit einem Haufen anderer Leute gemacht. Mittlerweile bin es wieder hauptsächlich ich, der da schreibt, und der Georg Pichler teilweise auch. Gibt es irgendwie Nein, also Einnahmen Politik durch einmal das gar nicht. Weblog oder ist Das das ist irgendwie ein... reines Hobby, sagen wir es auch dazu. Aber ich meine, um zum Thema gleich zu kommen, das ist ja eine Form dann auch von Content Marketing, dann aber auch für deine Person. Ich meine, natürlich verfolgst du damit jetzt auch Informationen über Politik oder, aber Ja, also könnte es man hilft auch. mir, wenn ich einen guten Beitrag schreibe, der sich verbreitet, dann hilft mir das, eine gewisse Bekanntheit als Journalist, als Blogger zu erreichen. Ich glaube, dass mir das beruflich schon viel weitergeholfen hat in den letzten Jahren. Aber es war nie die Hauptmotivation, das jetzt eigentlich zu machen, sondern das war immer eher die Neugierde. Und auch der Versuch, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und sei es nur selbst so Themes zu erstellen. Das jetzige bei zur Politik habe ich zwar nicht selbst erstellt, aber viele andere dann schon. Ich habe noch zwei Blogs. Ballverliebt.eu ist mein erfolgreichster wahrscheinlich. Den mache ich zusammen mit dem Philipp Eitzinger. Der dreht sich zum Fußball. Da gibt es auch einen ziemlich populären Podcast dazu. Und seit neuestem probieren wir mal zumindest eine Reichweite für ein Newsletter aufzubauen. Hauptsächlich geht es da eben um Fußball aus taktischer Sicht, Analysen und Kommentare. Und der dritte und letzte, da geht es seit 2003, betreibe ich den, um Games, Games und Technik. Rebell.at heißt der. Ja, und auch da habe ich ein bisschen Hilfe, zum Beispiel der Stefan Schett, der über E-Sports bei uns schreibt, vor allem über League of Legends. Ja, das ist mein Überblick. Aber alle diese Blogprojekte sind mehr oder weniger Spaß. Sind alle mehr oder weniger Spaß, wobei bei Ballverliebt ist es so, man sieht, da ist Werbung drauf, wir haben einen Vermarkter, da gibt es ein bisschen Geld. Also das haben wir so nebenbei reingekriegt, wir haben keine Werbung drauf gehabt. Eines Tages hat uns dieser Vermarkter angeschrieben, ob wir nicht ein paar Werbeplätze schaffen wollen, und seitdem verdienen wir ein paar hundert Euro im Jahr oder niedrige vierstellige Zahl im Jahr. Gut, meine erste Aufforderung an unsere zahlreichen Teilnehmenden würde ich gerne nochmal wiederholen. Was sind eure Content-Herausforderungen? Ich meine, Content kann einfach so viele unterschiedliche Aspekte haben. Ja, ich meine, ich denke, erstmal geht es um Aufmerksamkeit. Aber vielleicht schreibt einfach mal ein bisschen rein, was euch interessieren würde. Es wird getippt. Geht es dahin? Sie Seeding. Was sucht. versteht man unter Seeding? Besucherzahlen bei den Blogs, bei meinen, wenn ich das so sagen kann, ist sehr unterschiedlich. Kommt darauf an, ob man gerade was schreibt. Bei zur Politik ist die Frequenz sehr niedrig. Dafür ist, wenn ein Beitrag kommt, die Reichweite prinzipiell sehr hoch. Da geht das schon in die hohe vier- bis niedrige fünfstellige View-Zahl bei einem Beitrag. Bei Ballverliebt haben wir 6.000 Facebook-Fans, das ist über 6.000 Facebook-Fans, das ist so unsere Basis, auf der die Artikel sich dann auch verbreiten. Und Rebell ist ein bisschen kleiner, da haben wir so guten Tagen und 1.000 Besucher am Tag, an schlechten 100. Also. Genau, ich meine, die Ziele natürlich, schreibt es dann ganz richtig, die können ganz unterschiedlich sein von Content. Es kann sein, dass man Einkommen damit generiert, es kann sein, dass man Unterschriften sammeln will, politisches Engagement. Unter Seeding versteht man, wie komme ich an meine Fans oder an meine Leserinnen und Leser. Wie streue ich das am besten? Woher bezieht man den Content? Google-Suche. Ich meine, eigentlich wäre auch Suchmaschinenoptimierung auch ein Aspekt. Natürlich. Betreibst du Suchmaschinenoptimierung auf deinen Blogs?
In geringen Ausmaß. Also ich habe meine Blogs laufen alle auf WordPress. Da gibt es ein Plugin, das heißt SEO Yeast oder so oder Yeast. Und das macht halt rudimentäre Dinge. Da kannst du ein Stichwort festlegen, dass es das Wichtigste für den Beitrag ist. Und du kannst für die Suchmaschine einen anderen Titel ausspielen als auf deiner Seite. Für Social Media Plattformen einen anderen Titel ausspielen. Das funktioniert technisch nicht immer hundertprozentig so, wie man sich's vorstellt. Aber in der Basis, also für jeden Beitrag, den ich schreibe, kümmere ich mich so 2 Minuten um das, glaube ich. Ich meine, vielleicht, um jetzt ein bisschen Struktur reinzubekommen, das ist nicht ganz einfach, weil wir ja auch sehr spontan hier sind, gestern Abend erst, dass wir uns vielleicht auch konkret ansehen, wie schaut der Content jetzt aus, vielleicht auf dem Ballverliebt-Blog oder auf welchem du das auch zeigen magst und auch welche Seeding-Maßnahmen setzt du, also zum Beispiel, wie spielt dort Social Media rein? Oder welche Content-Typen du auf den jeweiligen Blogs oder vielleicht auf einem dann für sinnvoll achtest. Mich würde auch interessieren, ob Podcast, ich meine, das war vor 10 Jahren, war das irgendwie ganz, ganz hip. Ja. Ist wieder. Okay, ich habe schon lange keinen Podcast mehr gehört. Mich würde interessieren, wie es ausschaut, du hast gesagt, Newsletter, welche Rolle spielt ein Newsletter bei der Verbreitung der Inhalte? Ja, okay, schauen wir es uns an. Ich gebe meinen Bildschirm wieder frei vielleicht. Okay, Ballverliebt, fangen wir mit dem oder machen wir einfach da. Das ist halt doch die aktivste Plattform und die größte Plattform, auf der wir sind. Groß geworden sind wir hauptsächlich mit taktischen Analysen. Das ist zum Beispiel vom Philipp jetzt der aktuellste Artikel, seine Analyse zum Frauenländerspiel Österreich gegen Deutschland. Und das ist im Prinzip das, wofür die meisten Leute angefangen haben, uns zu folgen und dass wir auch hauptsächlich schreiben, von dem Sinn her, von dem her. Wir versuchen uns mit Fußball immer ein bisschen tiefgehender zu beschäftigen, das heißt nicht mit dem zu konkurrieren, was eh jede Tageszeitung hat, sondern Analysen, Datengeschichten, manchmal auch Diskussionen anzuheizen, wie könnte man taktisch anders spielen und sowas. Also nicht jetzt, um jetzt nicht sehr so ins Fußballerische zu gehen, aber es geht einfach darum, sich tiefgehend mit etwas zu beschäftigen, was man in den Medien nicht so mitbekommt sonst. Wir sind da eine Nerd-Nische, mehr oder weniger. Zu den unterschiedlichen Ausspielungsarten. Das Wichtigste für uns sind zwei, der Blog und Facebook. Und seit Anfang des Jahres haben wir eben auch diesen Podcast. Und ganz neu ist der Newsletter, der spielt derzeit noch keine große Rolle. Da, glaube ich, haben wir momentan 40 Abonnenten drauf und ich habe, glaube ich, gestern erst den zweiten Aufruf gestartet, den überhaupt zu abonnieren. Das heißt auch, den können wir, glaube ich, derweil außen vor lassen. Den Podcast machen wir seit Februar oder März. Wir haben es in der letzten Saison, das heißt bis zur Europameisterschaft, mit wöchentlichen Updates versucht, also hohe Frequenz, immer über den internationalen Fußball irgendwie allgemeiner drüber zu gehen, was ist überall passiert, über das zu reden. Wir haben da bis zu 6000 Downloads bei den Folgen. Das hat also auch ziemlich viele Leute interessiert. Das heißt, War aber. das sind Gespräche, so wie wir sie jetzt auch führen, ja, aber nur Audio. Kann man Ja, das irgendwie wir haben es vergleichen? leicht strukturiert, also wir bereiten es vorher vor, welche Dinge wollen wir besprechen, dann recherchiert jeder ein bisschen dazu und dann reden wir drüber. Das ist unser Format in dem Sinn. Ist ein sehr einfaches Format und Aber ihr funktioniert. seid dort beide, sitzt dort beide nebeneinander oder macht ihr das auch über irgendein Online-System? Das machen wir auch über ein Online-System. Das Tool heißt Mumble, mit dem wir es machen, weil es eine relativ gute Audioübertragung erlaubt. Ist ein bisschen unser Problem, weil der Philipp eben in Linz sitzt und ich in Wien. Müssen wir das online machen? Ist für Gespräche eh nicht das ganz Optimale, aber ich glaube, wir kriegen es mittlerweile ganz gut hin. Ist auch etwas, an das man sich halt gewöhnen muss. Gut, das heißt, der Podcast erfährt mehr Aufmerksamkeit als die anderen Inhalte, glaubst du, oder? Na, gar Das nicht. nicht. Also es ist circa gleich. Wir haben, wie Okay. gesagt, beim Podcast bis zu 6000 Downloads. Wir haben bei den Inhalten aber auch schon mal fünfstellige Klickzahlen und dann haben wir eben unsere Facebook-Seite. Da sind jetzt, keine Ahnung, 5000 Fans, 6000 Fans, irgendwie sowas. Und ja, das ist für uns auch relativ wichtig, einerseits zum
promoten unsere Blog-Inhalte, andererseits aber auch um die Community zwischen den Inhalten, zwischen diesen eher aufwendigeren Blog- und Podcast-Inhalten zu bedienen, mit News, mit Diskussionen, mit kurzen, witzigen Inhalten, manchmal auch über andere Sportarten. Wie gesagt, da habe ich den Newsletter das erste Mal jetzt Facebook, glaube ich, beworben. Mhm. Ja, die meisten. Wie viel Publikum bekommst du über Facebook? Für die Blogbeiträge jetzt, oder? Aufs Blog, ja genau. Wie viel kommen vom Facebook aufs Blog? Ziemlich viele. Facebook ist da extrem wichtig für uns. Ich kann kurz in die Statistiken euch reinschauen lassen. Es ist so, dass auch unsere Inhalte mit zu dem gehören, was am besten geht auf Facebook. Also die Links auf unsere Beiträge sind tatsächlich das, warum die Leute uns auch folgen. Das ist etwas, das man, glaube ich, berücksichtigen muss. Was wollen die Leute überhaupt von dieser Seite? Und wenn man sich das anschaut, in den letzten Monaten unser populärster Beitrag ist das. Das ist eben diese Diskussion auf unserem Blogbeitrag, in unserem Blog als Beitrag. Und der hat eben, wenn man sich das anschaut, 2200 Klicks gemacht von Facebook auf die Seite. Das ist so das Optimale. Natürlich sind es dann in anderen Fällen ein bisschen weniger. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch ein Link. Da sind es dann 500 Klicks, die wir rüber bekommen haben von Facebook zum Beispiel. Also so in dieser Größenordnung spielt sich das ab. Okay, das habe ich damit eh gemacht. Genau, das war hier nämlich auch die Frage. Zum Design gab es hier oben eine Frage, wieso Blogs nur mit Standard-Themes bespielt werden. Aber wahrscheinlich gefällt euch das einfach und das passt zum Thema. Es ist wir haben andere Themes vorher gehabt, aber mit der Umstellung auf wie heißt es, wenn es sich anpasst, auf Mobile, Mist. Responsive Design. Ja. In dem Moment ist mir ein bisschen zu aufwendig geworden, das selbst immer so umzubauen und zu warten, und da sind wir mal auf ein Standard-Theme umgestiegen. Ist nicht für die Ewigkeit unbedingt, aber momentan funktioniert es, und da Startseiten bei Blogs eh nicht mehr so wichtig sind, ist es hauptsächlich wichtig, wie der Beitrag wirkt, so glaube ich, und das geht in diesen Standard-Themes meistens ganz gut. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen zeigen, wie ihr anteasert die Contents auf Facebook. Okay. Vielleicht ein paar Tipps, was man da tun kann. Ja, damit gehen wir direkt in die Diskussion, was ist guter Content eigentlich? Und einerseits, und wie teasert man den an? Und das ist, was online halt sehr wichtig ist, dass du in möglichst kurzer Zeit den Leuten zeigst, warum dieser Beitrag für sie relevant ist. Warum ist er wichtig oder interessant oder warum ist er emotional ansprechend? Und du musst halt versuchen, die Inhalte auf diese Weise anzuteasern. Jetzt diesen Newsletter zum Beispiel, den ich da vor 15 Stunden angeteasert habe, ich habe es versucht, ein bisschen mit Schmäh zu bringen. Es ist auch unser Stil, ab und zu mal ein bisschen ein Augenzwinkern reinzubringen. Und kurz und knackig, um was geht's, und mit irgendeiner Form die Leute zu einer Reaktion zu treiben. Das davor ist zum Beispiel der Versuch, die Leute dazu zu bringen, Tipps abzugeben für die Champions League am Tag davor, ein bisschen eine Diskussion ins Laufen zu bringen, ist in dem Sinn nicht besonders gut geglückt zum Beispiel. Also die große Weltformel, mit der man jeden Beitrag zur Klickmaschine macht, fehlt mir auch noch. Versucht ihr auch manchmal mit Werbung zu arbeiten auf Facebook? Das ist uns ein bisschen zu blöd momentan noch. Ich will das jetzt gar nicht wegreden, das kann wichtig sein, das kann sinnvoll sein für manche Plattformen, aber wir nehmen halt nicht besonders viel mit dem Blog ein, und irgendwie finde ich es absurd, dann Facebook dieses Geld weiter zu überweisen. Wie ist es mit solchen Clickbaiting-Überschriften? Hast du es damit schon mal probiert, oder wird das eurem Stil gar nicht entsprechen?
Ja, ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sage, es ist uns noch gar nie, dass wir es noch gar nie gemacht haben, ein bisschen ein Clickbait-Link-Titel auszuprobieren. Aber prinzipiell bin ich schon eher der Meinung, dass eine Überschrift sinnvoll ist, dass sie aussagt, was auch wirklich dahinter steckt und nicht allzu sehr verheimlicht oder die Sachen verdreht. Komm, was sind das für Reichweiten, die erreicht werden bei so wenigen Likes? Hast du Es dafür geht ja eine nicht nur um Erklärung? Likes. Ja, es geht ja nicht nur um Likes. Wenn man jetzt zum Beispiel den Beitrag hernimmt, die Leute haben vielleicht nicht kommentiert und nicht geliked, aber sie haben vielleicht da auf mehr Anzeigen gedrückt, sie haben da vielleicht auf mehr Anzeigen gedrückt und das ist schon wieder eine Interaktion, die Facebook registriert. Ist ein bisschen, also ich kenne Leute, die sagen, man soll das eigentlich nicht machen, diesen Seitenumbruch, aber wenn die Leute einen Grund haben, da drauf zu klicken, dann kann das schon die Interaktionsraten wieder ein bisschen steigern. Würde ich aber nicht bewusst damit spielen jetzt, sondern wenn es halt nötig ist, ist es nötig. Okay. Schauen wir nochmal ein bisschen die Facebook-Seite vielleicht an und wie du die befüllst. Wie schaut es aus mal mit Fotos oder Videos? Fotos, also wir machen Grafiken gelegentlich. Videos mangels Rechten selten. wenn dann eher so die Links auf Streaming-Seiten, die das anbieten. Fotos machen wir zum Beispiel, das lädt gerade leider nicht so gut. Da machen wir regelmäßig Grafiken, zum Beispiel wie das, wo man am Freitag. Bin ich weg, ja. Wo wir zum Beispiel am Freitagabend diese Übersicht rausbringen, welche Fußballspiele wollt ihr euch vielleicht am Wochenende anschauen? Das sind die besten, die wir gefunden haben im Programm. Letztes Wochenende war das ein bisschen schmal, aber sowas probieren wir halt mit gewissen Grafiken, die sind in dem Sinn ganz einfach. Manchmal auch Fun Facts, die wir versuchen den Leuten zu zeigen. Hat in dem und ja, auch witzige Dinge, was man halt so findet im Web und was man glauben kann, dass die User mögen. Wir arbeiten mit Grafiken, sie funktionieren manchmal auch ganz gut. Hast du Ja, irgendwie einen Tipp, wenn es nicht Grafikprogramm für die Erstellung von so einfachen Dingen? von so einfachen Dingen wie das zum Beispiel, ich meine, ich mache es immer mit Photoshop, es gibt dann auch dieses Chrome-Plugin, das heißt Pixlr, das kann für solche Dinge auch reichen zum Beispiel und hat den Vorteil, kein Geld zu kosten. Oder auch GIMP. Ich glaube, der Philipp nutzt GIMP, ich nutze immer eher Photoshop, wenn ich es eben kann. Genau, ich hätte es ja Aber auch ja, diese Canva Screenshots empfohlen, hat transportieren hier und so. Oder was der Susanne. Philipp da auch macht zum Beispiel. Susanne hat ja gerade Canva reingepostet und Was das der Philipp hat zum Beispiel. stark empfohlen. Entschuldigung. Okay. Ist auch zum Beispiel in dem Sinn ganz einfach, er macht eine Tabelle in Excel, macht er die selbst und macht einen Screenshot dazu. Also muss jetzt wirklich keine High-End-Lösung sein, wenn der Inhalt auch so interessant genug ist. Was sonst, was sonst, was kann ich euch noch zeigen über die Seite? Ich habe eine Frage. Bei uns ist es eher so, dass wir uns. Facebook und Live-Content. Ich meine, jetzt ist Fußball ja auch etwas, was live stattfindet. Ob ihr euch zum Beispiel mal vorstellen könnt, auch so wie wir es, ich habe es gestartet, es ist leider der Computer jetzt irgendwie eingegangen von dem Livestream auf Facebook, parallel zum Fußballspiel irgendwie live zu streamen und vielleicht auch das Spiel oder so zu kommentieren. Haben wir noch nicht probiert, habe ich schon ein paar Mal über das nachgedacht, ob das sinnvoll sein könnte. Kann ich mir vorstellen, was bei solchen Dingen immer ein bisschen schwierig ist, ist die Zeitverzögerung, weil ein Spiel halt nicht live zu kommentieren ist, wenn du 15 Sekunden später als das Fernsehbild daherkommst. Ist ein Das bisschen ein stimmt, ja. technisches Problem. Das stimmt, man hat zumindest da ein paar Sekunden hat man Verzögerung, ja. Ich meine, das Spiel selbst kann man nicht livestreamen, aber man kann natürlich das Spielgeschehen kommentieren. Dann hat man keine Aber urheberrechtlichen genau da ist die Probleme. Verzögerung dann schwierig natürlich. Ja, von den rechtlichen Problemen, dass man das nicht zeigen kann, ganz abgesehen, ja. Genau, und auch den Ton darf man nicht mit übertragen. Ja, man könnte höchstens einen alternativen Kommentar oder Diskussion drumherum tun, ja. Ich habe das vor vielen Jahren mal so, das muss
15 Jahre her sein. Da habe ich bei so einem Webradio mitgemacht. Da habe ich während einer Europameisterschaft mal ein paar Spiele live kommentiert. Aber schon lange her. Genau. Ich meine, unser Facebook-Stream hier, der war gedacht, also leider geht er halt gerade nicht mehr, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, was wir hier gerade tun. Ja, also es ist Live-Content, den wir produzieren und das Mitdiskutieren ist dort zwar möglich und das ist auch ein bisschen kommentiert worden auf Facebook, aber die Interaktion sollte eigentlich hier in dem Online-Raum stattfinden. So, ich schau Gut. mal, was die Leute so schreiben. Genau. Kannst dir was raussuchen, wenn du. Könnte gut klappen, medienrechtlich. Ja, es gibt natürlich Bundesliga. Ja, weiß ich gerade keine Antworten sonst dazu. Guter Hinweis, das mit Bundesliga, das ist von Rocket Beans, einer deutschen Plattform, die sich mit Gaming und vor allem auseinandersetzt und verschiedene Formate den ganzen Tag dazu ausspielen. Und mit Bundesliga haben die ein Fußballformat. Ja, dass die einen EM-Kommentar gemacht haben, habe ich nicht gewusst. Wichtig für Content jeder Art, ob das jetzt Blogartikel ist oder auch andere Inhalte, ist irgendwie Überschrift oder Bildunterschrift. Hast du irgendwie da ein paar Tipps? Tipps in dem Sinn nicht, aber die Anforderungen, die das erfüllt, sind halt die, dass der User auf den ersten Blick erkennt, warum ist das für mich wichtig? Warum interessiert mich dieser Beitrag? Die Überschrift ist in dem Sinn auch wichtig, dass sie, man weiß es, dass 60% aller Leute, die einen Artikel sharen, den gar nicht lesen. Das heißt, die Aussage der Überschrift ist schon ein Grund für die Leute, einen Artikel zu sharen. Dementsprechend sollte die möglichst wahrheitsgetreu und knackig sein. Wahrheitsgetreu auch deshalb, weil man ja auch die Verantwortung hat, keine Missinformation oder keine Desinformation in den Raum zu werfen. Und andererseits, weil die Leute, die dann draufklicken, sich sonst auch verarscht fühlen. Und das auf Dauer keine super Strategie ist. Also mit knackigen und wahrheitsgetreuen Überschriften kann man viel erreichen, glaube ich. Ich bin gerade, glaube ich, weg. Oder ist der David weg? Bin ich weg oder David? Aha, okay. Ja, ich habe da keine große Formel. Das ist je nachdem, wie der Artikel oder der Content dahinter auch ausschaut, muss man den Artikel anteasern. Manchmal ist das ein Listicle, manchmal ist das halt eine Analyse und das ist etwas, das man mit dem Titel auch weitergeben sollte, glaube ich. Ja, David hat gesagt, wenn er weg ist, kommt er in 30 Sekunden wieder. Jetzt ist er auch schon wieder da. Genau. Vielleicht schauen wir mal auch noch diese Überschriften an. Gib mal ein heftig.de. Das sind Oje, diese Clickbaiting-Überschriften und das wir uns einfach mal kurz anschauen auch oder die Frage uns stellen, ist das ethisch vertretbar, heftig ist solche auch natürlich. solche Überschriftungen? Ich meine, da weiß man ja nicht wirklich, was dahinter dann kommt und was da für ein Artikel kommt. Ja, Scroll mal ein heftig bisschen ist halt runter, was es da gibt. das typische Clickbait-Portal natürlich, das Ja, also man irgendwie hier im Kreis erlebt nicht nur die Mutter eine Überraschung, ja, wo man einfach nicht weiß, was ist da passiert, ja. ja, aber die drei Mit dem Kinder, wahrscheinlich hat sie Kreislaufgeschichte. drei Kinder gekriegt. Ja. Wahrscheinlich. Hat nicht damit gerechnet. Aber Ja. ja. Ja, gut, heftig kann man sich anschauen, wenn es darum geht, vielleicht witzigeren Content mit Titeln in die Menge zu bringen. Aber für ernsthaftere Dinge würde ich das eher nicht machen. Es gibt ja durchaus bessere Beispiele, die man sich nehmen kann. Ich habe mir da eine Studie vorausgesucht, ich glaube, es ist das. Ja, das sind die Plattformen, die am meisten geshared werden auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Und da sieht man, wenn man vielleicht auf Facebook
Erfolg haben will, dann sollte man sich anschauen, was BuzzFeed und die Huffington Post so tun. Das sind jetzt auch Dinge, die manchmal belächelt werden, vor allem BuzzFeed halt mit ihren Listicles, aber die offensichtlich funktionieren und das eben doch eine gewisse Seriosität im Vergleich zu Heftig mitbringt. Ganz spannend finde ich da der fünft- oder sechstgrößte gescherte Publisher ist Mashable und der setzt oder hat viel weniger Facebook und ist erfolgreich auf Twitter. Also wenn man sich auf Twitter austoben will, sollte man sich vielleicht anschauen, wie die das machen oder auf LinkedIn. Diese beiden Balken bei Mashable sind Twitter und LinkedIn. Die übertreffen alle anderen da deutlich. Also man sollte sich halt anschauen, welches Plattform will ich bedienen, weil welches Publikum kann ich dort erreichen und dann Best Practice Beispiele abschauen, ist nie die schlechteste Idee. Du hast ja gerade kritisiert, weil das aus 2014 ist. Ja, das ist klar. Aber Wie gesagt, würden heute gestern um das 8. relevant sein? Ich meine, auch ja. so ein Aufmerksamkeitsbringer hast du schon erwähnt, sind die Listicles. Was versteht man darunter und ist es gerechtfertigt, sowas einzusetzen? Es ist natürlich gerechtfertigt, sowas einzusetzen, wenn es passt. Keine Ahnung, Anfang des Jahres bringe ich zum Beispiel immer auf Rebella.at eine Liste mit, das sind die besten XY Indie-Games des nächsten Jahres. Und dann mache ich halt ein Listicle draus und das passt dann auch vom Inhalt. Da bringt man den Leuten eine gute Übersicht in wenigen Worten, was in den nächsten Jahren so kommt. Wird keinen Sinn ergeben, das in Buchform rauszubringen oder sonst irgendwas, sondern da ist ein Listicle halt angemessen. In anderen Fällen mit, das sind die 10 schlimmsten Verbrennungsopfer einer Buskatastrophe wäre halt nicht so super. Ja? dementsprechend, ja, muss man halt wissen, was ethisch angemessen ist und wird auch jeder ein bisschen unterschiedlich bewerten wahrscheinlich. Genau, wenn die Liste gut ist, kannst du die Leute mit erhellendem Content unterjubeln, die sie sonst nie angesehen hätten. Okay, gut. Ja, was interessiert euch? Ich meine, ich habe einige Fragen, hatte ich mir noch überlegt. Tom, hast du was mitgebracht, was du gerne erzählen magst? Was ich gerne erzählen möchte, Oder zeigen? zeigen. Ich habe ein paar Dinge rausgesucht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es alles war. Facebook, andere Kanäle als die eigenen habe ich, glaube ich, vorher rausgesucht, ja. Um zu sagen, auf den ersten Blick muss das interessant sein, was ich damit meine zum Beispiel. Das ist von Al Jazeera Plus, ein Jugendkanal von Al Jazeera. Die machen das zum Beispiel mit Video extrem super. Am ersten Blick wird er dort vermittelt. Ja, das funktioniert jetzt gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle, natürlich. Also, reload mal die Seite. Wenn man dort über den Content drüber scrollt, kommt man auf deren Videos. Die sollten dann automatisch starten, was sie natürlich im Vorführeffekt dann nicht tun. Vielleicht das. Ah. Starten. Sowas. Vor 5 Minuten haben sie es, also 5 Minuten vom Anfang hat es noch gesagt. Ach, jetzt läuft's. Barack Obama has been the worst president ever. Okay, muss man nicht durchschauen, aber die machen halt, die arbeiten sehr stark mit Text. Warum im Video mit Text arbeiten? Weil Facebook meistens ein Video startet, wenn man drüber fährt, ohne Ton. Das heißt, du musst den Leuten auf eine andere Weise zeigen, warum ist das jetzt ein interessantes Video? Und ich bemerke es bei mir, dass ich bei diesen AJ Plus Sachen relativ oft hängen bleibe. Das heißt, sie schaffen es, mit diesen ersten paar Worten einen super Teaser anzubauen und sie basteln eben Content, der wirklich vor allem auf Facebook funktioniert. Auf Twitter würde dasselbe Video nicht funktionieren, Ja, weil es und das anders Wichtige ist, ausgeschnitten ist. man kann den Content jetzt auch konsumieren, ohne dass man den Ton einschalten muss, weil oft kann man ja gar nicht. Man hat keinen Kopfhörer dabei, man ist im Büro. Genau. Oder in der U-Bahn und da wollen die Leute auch nicht 15 Videos gleichzeitig hören von den Leuten. Gibt es praktische Tools auch, um diese Untertitel zu machen, oder braucht man da Profi Videobearbeitung? In dem Sinn haben die sicher Profi-Videobearbeitung, aber es gibt Tools, mit denen das einfacher geht. Ich habe nur den Namen jetzt vergessen, mit dem, was ich mich kürzlich mal gespielt habe.
Na, fällt mir jetzt nicht ein. Bei Video ist natürlich auch immer das Problem, du musst den Content haben und es gibt Plattformen, die da eben Stock-Videos ausspielen für den Gebrauch auf Social Media. Aber ich vergesse den Namen nicht. Falls er mal einfällt, kann ich ihn hinten nach zum Livestream dazu posten. Genau, die ZIP hat auch ja ganz viel Untertitel auf Facebook, also auch die Zeit im Bild. Genau, hier sieht man in dem Fall das ist nur so ein Infobild jetzt und kein Video, aber die Untertitelung wird da immer wichtiger. Genau, ich wollte da eben die ZIP auch herzeigen, weil die, was Grafik anbelangt, super sind, indem sie eben auf einen Blick das Wichtigste aus einer Nachricht sofort herausgreifen oder eben mit kurzen Untertiteln das Wichtigste drüber erklären. Das heißt, es ist etwas, das ich bei Grafiken für wichtig halte, dass die eben nicht zu kleinteilig sind, zumindest damit man am ersten Blick gleich den Nutzen raus erkennt. Und eben Aufmerksamkeit auch für den restlichen Post schafft. Ja. Was habe ich dann noch? Wahlverliebt habe ich schon hergezeigt. Gut. Also, ich würde immer dafür plädieren, es ist keine Schande, die besten Beispiele zu imitieren und vielleicht mit der Zeit dann eigene Impulse in diese Sachen reinzubringen. Aber wenn man ein Vorbild hat, dann schamlos abkupfern, kein Problem, glaube ich. Was habe ich noch? Das war die Studie mit den 6 auf 10, 6 of 10 People sharen Links ohne den Inhalt zu lesen. Dann war das die Content-Strategie-Geschichte. Da war noch was. Ah ja, die haben das eben untersucht und das Interessante ist, dass auf Facebook Negativität relativ gut funktioniert. Das heißt, während auf Pinterest wollen die Leute eher Erbauliches lesen, auf Facebook regen sie sich scheinbar auch gerne über negative Dinge aus. Man muss halt selber wissen, wie viel man da mitspielen will, um negative Gefühle zu bedienen. Ich meine, versteht man dieses Negative unter Dark Posts jetzt? Oder was ist Dark Post und was ist Karussell? Das hätte ich jetzt auch gerne von Susanne gewusst oder von Tom. Karussell? Ja. Wir sagen, also Dark Post kann ich mir noch eher vorstellen, aber Karussell, habe ich jetzt keine Idee, was damit gemeint ist. Aber vielleicht überhaupt auch nochmal, ich meine, wir sind oft so, Erfolgsgeschichten werden verbreitet, ja. Dabei ist es doch auch sehr interessant, von irgendwie Misserfolgen zu lesen. Kann man dazu was sagen? Von Misserfolgen zu lesen. Also es Oder geht immer sehr stark um Authentizität. eine Geschichte daraus zu machen aus, ja, aus einem Misserfolg. Ja, und zu erzählen, wieso es dazu gekommen ist und vielleicht auch, was man dabei gelernt hat. Ich glaube, das Wichtigste bei Social Media Posts, gerade wenn es um persönlichere Kanäle geht, wie ein Blogs dann halt oft eben ist, dass man authentisch bleibt und dass man sich nicht nur als der coole Macher darstellt, sondern dass es für die Leser oft auch einen Wert hat, wenn man erfahrt, warum ist diese Person mit einer gewissen Sache jetzt gescheitert oder wie ist es jetzt auch im Scheitern, wie fühlen sich die Leute da. In Wahrheit ist es so, dass wir alle oft scheitern und diese Gefühle kennen und uns damit identifizieren können, wenn ein anderer das auch erlebt und das zu Wort bringt und dass es ein gewisses befreites Potenzial für manche vielleicht haben kann. Wir haben in der Pre-Production, hast du mich angesprochen, auf einen Blogpost von Dominik Leitner, der früher auf zur Politik geschrieben hat und der derzeit auch Arbeit sucht. Und der hat kürzlich einen Blogpost geschrieben, wie es ihm damit geht und dass es nicht so doll lässig ist, wie das oft vorgeworfen wird, wenn du in dieser Situation bist. Und das hat auch extrem viel Resonanz erhalten zum Beispiel. Also um solche Dinge geht es, glaube ich, wenn man sagt, Scheitern zu kommunizieren ist auch wichtig in dem Sinn. Genau, also Karussells sind mehrere Bilder in einer Galerie auf Facebook und Dark Posts ist ein Begriff anscheinend auch dafür, wenn Das passt. Facebook-Posts bezahlt werden und der Content woanders liegt, damit der gefunden wird. Okay.
Ja, das sind ethische Fragen, die muss halt jeder für sich selbst beantworten. Ich für meinen Teil habe es eigentlich ziemlich kategorisch so, dass auf meinen Plattformen kein Geld fließt für das, was ich dort veröffentliche. Dass die Agenda meiner Blogs und meiner Social Media Beiträge liegt bei mir. Und wenn ich ein Gewinnspiel machen will, dann ist es auch so, dass ich an Partner herantrete, ob sie nicht was beitragen wollen und nicht oder eigentlich gar nicht darauf reagiere, wenn das anders kommt, weil meistens kommt auch kein interessantes Angebot, muss man auch dazu sagen. Ja gut, das sind ein paar neue Aspekte, die hier auch eingebracht werden. Also für mich neu, finde ich interessant. Auch mit der Begrifflichkeit. Ja, man findet immer neue Worte für diese Dinge. Ja. Ja, ich meine, eine interessante Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen ins Allgemeinere geht, aber die mich schon seit längerem beschäftigt. Haben wir nicht schon genug Content? Ich meine, ich kann mir alles googeln und ich finde eigentlich schon alles und ständig produzieren wir mehr Content. Es gibt auch diesen schönen Begriff von Peak Content. Also die Gipfel ist erreicht und irgendwie neuer Content bringt eigentlich gar nichts mehr, sondern ist nur Aufwand. Ja, kann ich bei mir selbst auch feststellen, dass es einen gewissen Level gibt, über den hinaus man sich nicht mehr für weitere Dinge interessieren kann. Es wird natürlich jeden Tag extrem viel Content produziert. Vieles davon ist Müll, den man erstmal aussortieren muss. Also ich glaube, wir haben noch nicht genug guten Content, aber wir haben auf jeden Fall mengenmäßig genug Content, den man nicht mehr. Ja, auch den guten kann man nicht mehr komplett konsumieren, aber das ist ja nicht so das Problem. Was halt schwierig ist, und das muss man eben bei der Verbreitung seines Contents oder wenn man den pusht auch immer bedenken, ist, dass die Leute einfach bombardiert werden die ganze Zeit. Wenn ich meinen PC starte, dann ist das Erste, was passiert, dass ich zu 10 verschiedenen Messengern connected werde, weil das alles automatisch aufgeht bei mir. Das ist sicher ein extremes Beispiel, aber jetzt, ich habe auch kürzlich ein neues Handy in Betrieb genommen und da wieder mal die ganzen Apps installiert. Und das Erste, was du tun musst, ist, dass du auf all diesen Apps die Benachrichtigungen deaktivieren musst, weil du im Minutentakt sonst zugedröhnt wirst mit Informationen, die dir eigentlich wirklich wurscht sind. Das heißt, man hat da als Publisher, glaube ich, auch die Verantwortung, seine Leute nur dann zu belästigen, wenn man auch wirklich was zu sagen hat zu ihnen und nicht eine Push-Meldung für die 0815-Meldung rauszujagen zum Beispiel. Ich möchte kurz was zeigen. Ja, wenn man was zu sagen hat. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt jetzt mit Roboterjournalismus, also mit Computern, die Texte generieren. Und es gibt hier zum Beispiel den Dienst, das heißt AX Semantics. Texte ohne Wartezeit, generiere deinen Content in Sekunden. Du brauchst nicht mehr auf Redakteure oder Übersetzer zu warten. Und man kann sich Redakteure hier also sind das Schlimmste. einkaufen. Man kann sich hier also einkaufen in verschiedenen Paketen. Das startet also hier ab 1000 Euro im Monat. Ungefähr 500 Texte pro Tag. Ja, und das steigt dann auf 30.000 Texte pro Tag. Das haben wir alle gewartet. 30.000 computergenerierte Texte zu Homeshopping pro Tag. Keine Ahnung, das wird für gewisse Businesses schon Sinn ergeben. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Content, von dem wir da jetzt sprechen, weil 30.000 Posts am Tag kannst du dann ja auch nicht mehr qualitativ ausspielen und an deine Leute bringen. Also mir ist es im Moment einfach schleierhaft, wer so viel Texte brauchen kann und Ich schätze mal, wenn man was die dort drinstehen Kunden von soll. dem sieht, dann geht es da wahrscheinlich um Shops, um so Wahrscheinlich, ja. automatisierte Plattformen, die. Keine Ahnung, es wird im Journalismus ja auch ein Riesenthema, Roboterjournalismus zum Beispiel, wird in den nächsten Jahren auch wichtig. Mal schauen, wohin das geht. Genau, künstliche Intelligenz spielt da natürlich auch eine immer größere Rolle bei dieser automatisierten Content-Produktion. Ja, ich habe Ja. erst kürzlich einen Beitrag gelesen. Ich glaube, die Associated Press will bis 2020 80% ihrer Inhalte über Roboter produzieren lassen. Wenn ich mich jetzt von den Zahlen nicht täusche. Ist keine gute Nachricht für Journalisten, aber
Es kommt, also wird man nicht viel. Damit muss man sich, glaube ich, mal abfinden. Denise fragt hier, wie oft sollte man posten? Also auch die Frage irgendwie, kann man Qualität und Quantität, wie bringt man das in ein gutes Verhältnis? Kommt davon, wie viel Zeit und Energie du hast, wie viele Plattformen du hast. Bei Genau. Ballverliebt zum Beispiel, Fußball, da gibt es ständig interessante Neuigkeiten, die die Leute auch lesen wollen. Da könnte man die Frequenz wahrscheinlich höher ansetzen, als wir es tun, ohne dass die Leute davon massiv genervt wären. Aber wir beschränken es auf das Wichtigste, weil einfach wir machen das halt auch nicht hauptberuflich. Genau, also ich glaube, da kann man keine wirklich gute. Man sieht es ja auch, also wie, bis wann ist Content qualitativ? Wenn man eine Redaktion von 100 Leuten hat, dann kann man im Prinzip 100 super Artikel am Tag erzeugen, aber ja, ein Blog ist ein bisschen schwieriger. Roboterleser ist vielleicht auch eine gute Frage. Die gibt es schon lange, oder? Bots und Crawler. In Form von Google eigentlich allein, oder? Ja. Die ja auch dann den Content bewerten und dann entsprechend wieder ausspielen. Und ich meine, ja, was jetzt auch stark kommt, sind natürlich die Messaging-Bots, die ja dann auch wieder Content automatisch erzeugen, um ja zu kommunizieren mit den Usern, auch bei Medien eingesetzt. Hast du da schon Erfahrungen oder? Na, Bots habe ich. Ich habe jetzt kürzlich mal dieses Chatfuel ausprobiert und habe es aber relativ bald wieder gelassen. Weiß ich persönlich momentan noch nicht wirklich, was ich damit anfangen könnte. Da bin ich ein bisschen zu unkreativ. Aber gibt sicher Anwendungsbeispiele dafür, wenn man sich damit beschäftigt. Ist jetzt aber nicht mein großes Thema. Ja, also Messaging-Bots finde ich wirklich ein sehr gutes Thema. Wer sich dafür zum Beispiel auch, also es gibt, ich gebe euch kurz meine Sammlung auch zu dem Thema weiter. Tut sich gerade sehr viel. Ich meine, auch Social-Bots erzeugen ja auch Content, wäre auch in dem Zusammenhang zu sehen. Gibt es was zu Social Bots aus deiner Sicht zu sagen, Tom? Hat ja auch politische Relevanz im Wahlkampf? Das mehr oder weniger Spam-Bots sind da jetzt gemeint, oder Genau, die. genau, genau. Ja, was gibt es zu sagen? Es ist natürlich, wenn es auftaucht, ein Problem, weil um was geht es da? Es geht darum, einen anderen Eindruck von irgendwas zu erwecken über eine Menge an Leuten, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ist halt Propaganda, ja. Glaubst du, dass die in Österreich auch schon eingesetzt werden? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Früher hat es noch die Kampfposter in den einzelnen Parteizentralen gegeben. Ich glaube, die wird es immer noch geben, aber die braucht es bald nicht mehr, weil da gibt es die zugekauften Bots und Glaubst du, hast du eine Idee, wer das einsetzen könnte in Österreich, fragt Georg, oder gibt es dazu schon bestätigte Meldungen? Na, will ich jetzt nichts Falsches sagen, um verklagt zu werden, aber was ich mich so erinnere von Diskussionen mit Foren, Betreibern, gibt es durchaus Parteien in Österreich, die das einsetzen. Man kann sich eh vorstellen, wer da besonders viel Interesse daran hat. Wäre ein wichtiges Thema für das zur Politikblock, oder? Ja, wäre es bei uns, glaube ich, also zur Politik ist noch nicht so im Fokus dieser Parteien. Nein, aber als Recherche jetzt, als Bericht, als Ja, Geschichte. wobei das, ganz ehrlich, die Leute, die da an der Quelle sitzen, sind Betreiber von großen Foren, bei denen das durchaus eine Rolle spielt, Medien mit vielen Postern. Die hätten mehr Möglichkeiten, sich mal die IPs der Leute anzuschauen, die da posten. Und das ist halt von außen schwieriger zu kriegen, glaube ich. Und ja, alles andere. Natürlich wäre es mal eine Recherche, in dem Moment, wo man da Geld dafür bekommt. Dürfte aufwendig sein auch, ja. Ja. Also würde mich ganz sehr interessieren, ja, wenn jemand weiß, Social Bots in der österreichischen Politik, ja,
also die maschinellen Kampfposter sozusagen. Wer Investigative Geschichten jederzeit an mich. Ja, finde ich ein sehr gutes Thema. Corona wieder mit einer etwas allgemeineren Zukunftsfrage hier. Wird sich Facebook jetzt als wichtigster Seeding-Kanal, könnte man dann sagen, oder? Social Media Seeding-Kanal, wie wird sich das weiterentwickeln? Ja, es ist immer schwer in diesem Bereich zu sagen. Man kann jetzt sagen, ja, Facebook gibt es für immer und man kann Recht damit haben oder es geht morgen pleite und es ist vorbei. Prinzipiell die Art und Weise, was Facebook anbietet für Nutzer, wird interessant bleiben und damit wird auch Facebook oder eine Plattform dieser Art, glaube ich, in Zukunft relevant bleiben. Aber vielleicht kann man sagen, also das war mal ein schöner Vergleich. Ich meine, Google gibt es irgendwie seit Ende der 90er Jahre und das ist geblieben. Ja, es hat die Position ausgebaut, das ist Monopolist geblieben. Kann das bei Facebook möglicherweise auch so sein, oder? Es wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird auch nicht ersetzt werden durch was anderes. Wenn sie nicht zu viel Mist bauen, wahrscheinlich nicht. Also solange du den Leuten keinen wirklich guten Grund gibst, die Plattform zu wechseln, ist es halt ein Aufwand und den müssten sie, also warum sollten sie den machen, wenn sie keinen Grund haben? In dem Moment, wo Facebook vielleicht das mit der Privatsphäre übertreibt oder anderwertig richtig Mist baut, wo es zu einem Shitstorm kommt und die Leute lieber woanders hin abziehen, wenn es auch ein alternatives Angebot gibt. Kann immer passieren, aber schwierig wird es für die Konkurrenz auf jeden Fall. Also bei den Jungen ist es wahrscheinlich, tatsächlich gibt es da einen Wandel. Andere Frage noch, wie ist es mit Twitter? Ich kann mir vorstellen, bei zur Politik, bei dem Blog, ist Twitter wahrscheinlich ein wichtigerer Kanal als bei Fußball, oder kann man das? Genau, bei Ballverliebt haben wir den Fokus auf Facebook. Wir haben einen Twitter-Kanal, aber der wird halt so nebenbei bespielt. Zur Politik haben wir auch einen Facebook-Kanal, aber da läuft vor allem über meinen privaten, persönlichen Account auf Twitter sehr viel, weil ja, da habe ich halt eben auch über 6000 Follower und die interessieren sich sehr stark für Politik. Die folgen mir hauptsächlich deshalb, glaube ich. Es ist halt, wie gesagt, man muss wissen, wo die Zielgruppe ist, die man erreichen will. Auf Twitter in Österreich sind Medien- und Politikleute auf Twitter groß, Sport und Massenmärkte nicht so. Und so muss man halt die Strategie dann auch anpassen. Was man bei Twitter, was ich vorher noch herzeigen wollte, was ich aber jetzt irgendwie nicht geschafft habe. Doch, das kannst du das auch noch tun. Was man sich anschauen könnte an Best-Practice-Beispielen ist nicht nur, dass man schaut, wer ist besonders erfolgreich damit, sondern da gibt es auch Tools wie, ich habe es vor kurzem erst gefunden, das heißt Nuzzle. Und da loggt man sich mit Twitter ein und bekommt dann die meistgeshareten Meldungen angezeigt. Und da kann man sich mal Gedanken darüber machen, warum sind das genau die Beiträge, die sich gewisse Leute, Leute, die mir folgen, teilen. In dem Fall bin ich jetzt am Kanal von Jeff Jarvis, glaube ich, ja. Das heißt, man kann sich auch andere Leute, die denen er folgt, was scheren die so? Und man kann es eben auch mit dem eigenen Kanal machen und dann weiß man, kann man sich anschauen, warum, was, wofür interessieren sich eigentlich Leute, die einem gewissen Kanal oder eben in dem Fall mir folgen, so in der Richtung. Je mehr man Leuten man selbst folgt, desto ausdruckskräftiger wird es natürlich dann. Also, wie gesagt, Beobachtung und Imitation ist keine schlechte Idee. Genau, letztes Mal hatten wir aber letzte Woche kann man auch nachschauen zu Google Analytics, ja, um dann auch wirklich nochmal ganz genau den eigenen Content zu analysieren. Verwendet irgendwer Instagram, YouTube oder andere Video- und Fototools? Wie schätzt du da die Bedeutung ein von YouTube und Instagram? Wie gesagt, das ist Zielgruppenfrage. YouTube ist riesig. YouTube ist für mich auch schwer einzusetzen, weil die Leute, natürlich schaut jeder YouTube-Videos. Du stolperst ja die ganze Zeit im Web drüber. Und auch über Links und so weiter. Wie viele Leute das dann tatsächlich als Social Network benutzen, ist dann eine andere Frage. Da ist es, glaube ich, eher bei einem jüngeren Publikum populär, dass die einen Account haben, dass die Kanäle abonnieren. Das sind halt, ja, man weiß eh, was auf YouTube circa populär ist. Da gibt es ein paar Kanäle, die sich
mit ernsthafteren Themen beschäftigen und dann gibt es sehr viele Soft News, Soft Topics, sagen wir es mal so. Und ja, muss man halt wissen, ob die potenzielle Leser- oder Userschaft dort ist. Aber ihr seid nicht dort mit euren Fußball-Podcasts, weil hier Richard schreibt, dass das eine gute Idee sein könnte. Haben wir noch nicht gemacht. Nein. Ich glaube, bin ein bisschen dagegen, oder was mir nicht so taugt, ist halt, vielleicht ist es blöd, weil es seine Reichweite erhöhen würde, aber wenn man einen Audiokanal auf YouTube stellt, dann nutzt man irgendwie nicht das ganze Potenzial dieses Mediums. Ich bin nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, dauerhaft. Also da braucht Wobei man ich auch muss eine visuelle sagen, Ebene. von mir kann ich erzählen, ich verwende YouTube auch, um Musik zu hören. Und da spielt das Bild dann überhaupt keine Rolle mehr. Also könnte ich mir auch vorstellen, dort auch sich Gesprächen zu lauschen. Ja, man muss halt auch wissen, wo man seinen Aufwand reinsetzt, weil wenn wir zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, dann ist es ein Tag Recherche, das sind 2 Stunden Aufnahme, dann schneide ich das Ding 2, 3 Stunden, dann wird es hochgeladen, beworben und du hast im Prinzip ja gute 10 Stunden mit so einem Ding zu tun. Und jeden Kanal, den du da hinzufügst, das sind halt wieder, ist halt wieder Zeit. Ja. Glaubst du, dass du auf Instagram jetzt mit Fußball zum Beispiel wen erreichen kannst? Oder tust du es? Na, tue ich nicht. Instagram ist nicht ganz meine Welt, muss ich sagen. Ich benutze es privat für schöne Fotos von Ausflügen und sonst eher nicht so. Ich glaub, bin auch nicht sicher, wie groß das, wie viel man da rausholen kann für die Verbreitung des eigenen Content, weil da geht ja teilweise nicht mal Links zu posten. Also Und dann ja. gibt es natürlich ganz, ganz viele überhaupt spezialisierte Communities, also wie zum Beispiel Twitch. Ja, ich tue mal den Link hier reinposten. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wer kennt Twitch hier, der Anwesenden? Ich finde das eine total spannende Community, bei der man auch ganz viel lernen kann, wie dort Content eigentlich aufbereitet wird oder wie dort Interaktion auch passiert. Ja, das ist eine Live-Gaming-Plattform und Tom, magst du irgendeine Twitch-Geschichte noch erzählen? Eine Twitch-Geschichte. Ja, Twitch ist interessant. Natürlich, ich habe einen Gaming-Blog, deswegen ich kenne es. Meine eigenen Kanäle, ich habe es gelegentlich probiert, aber noch nicht so hingekriegt, wie ich es mir auch selbst vorstelle. Aber es gibt halt extrem populäre Twitch-Streamer. Drum springt da auch YouTube auf. Drum hat jetzt auch Facebook Live angefangen, es zu erleichtern, die eigenen Streams dort auszuspielen, weil diese Gaming-Communities, die gemeinsam was spielen, sehr populär sind. Da geht es dann oft auch gar nicht mehr um die Games selber, sondern das sind Leute, die machen, auf Twitch bekommt man ja, kann man Geld für das bekommen, was man da tut, von seinen Abonnenten. Die setzen sich 8 Stunden am Tag hin und spielen mit den Leuten und da geht es eigentlich für die Zuschauer nicht mehr so darum, was spielen die da gerade, sondern ist dieser Typ oder diese Frau, die das macht, sind die sympathisch? Klinke ich mich da mal am Tag ein, um eine Stunde mit dem und der restlichen Community zu chatten. Und das ist halt etwas, was Live-Formate auch bieten können, dass sie sehr wichtig für die Community-Bildung sind. Und Twitch ist da oft ein sehr gutes Beispiel dafür, glaube ich. Genau, also ich glaube, da kann man sich auch dort was abschauen, so wie ja Abschauen überhaupt eine gute Sache ist. Martin fragt hier noch, nutzt jemand Flatter oder Patreon? Also bei Twitch kann man nun auch Geld verdienen. Flatter ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da konnte man kleine Beträge Nie hätte Geld man verdient. dort geben sollen und dann wäre viel zusammengekommen. Patreon ist eine Art Ich Dauer-Crowdfunding. habe es auf den Ja. Plattformen eingebunden. Patreon ist was, das schaue ich mir jetzt im Zusammenhang mit unseren Podcasts an, weil das etwas ist, das international teilweise funktioniert und im deutschen Raum auch jetzt langsam kommt. Ist eine Überlegung, ob man sich eine gewisse Zeit in der Woche damit finanzieren kann, quasi, dass man sich um seine Projekte Ja, kümmert, also wenn sag man noch mal eine kurz, also Fanbasis Flatter hat. ist irgendwie Kleinstbeträge mit wenigen Klicks geben. Was ist Patreon? Patreon ist
ein Abo-Modell im Prinzip. Du hast eine Userbasis, du kannst dieser Userbasis anbieten, hey, wenn wir so und so viel Geld im Monat bekommen, dann können wir XY anbieten. Zum Beispiel wir machen jetzt einen Podcast, der kommt alle 2 Wochen raus. Wenn wir 500 € im Monat von euch bekommen, dann machen wir es wöchentlich oder so. Es gibt erfolgreiche Beispiele, da kann man das zu einem richtigen Business hochmodellieren, aber im deutschen Raum ist es gerade erst ein bisschen so im Kommen. Das war lange Zeit nicht relevant, gibt jetzt manche Sparten, wo das interessanter wird. So eine Mischung aus Abo-Modellen und Kickstarter in der Richtung, wo man sich halt wirklich an treue Fans wendet mit dem, was man tut. Man kann denen auch exklusive Contents ausspielen. Das heißt, wenn du uns um 5 € backst, kriegst du eine Folge, Okay, die andere Leute nicht bekommen Fußball-Podcasts kostet. laufen anscheinend super damit. Ja, Moment, Richard. geht so. Manche. Ja, super. Viele Aspekte, die wir hier diskutieren, und die Stunde ist eigentlich vorbei. Ja, SoundCloud wäre nochmal auch Das ein einzige. Ausspielkanal. Ja, der ist aber sehr limitiert. Was ich jetzt im letzten Jahr entdeckt habe für mich selbst, sind Podcasts zu produzieren. Gehört habe ich sie schon lange, aber produzieren. Und das andere, das auch irgendwie so ein Revival feiert, sind Newsletter. Und für die würde ich auch plädieren, dass man vielleicht versucht, einen interessanten, spannenden Newsletter zu bauen. Das kann schon interessant sein, denn wenn Facebook wieder mal den Algorithmus wechselt, dann passiert es uns oft, dass wir plötzlich für 3 Wochen überhaupt keine Reichweite mehr erzielen mit dem Ja. Das kann dir mit einem Newsletter nicht ganz so leicht passieren, wenn du einen hast, den die Leute einfach gern anklicken. Ich selbst abonniere welche zu EU-Politik, über Podcasts in den USA, die ich dann auch regelmäßig lese. Also wenn man den gut macht, kann das auch ein wichtiger Kanal sein. Darum spiele ich mich jetzt auch ein bisschen damit. Ich glaube, wir brauchen mal wirklich eine Webinarstunde nur zu Newsletter. Ja. Wie gestaltet Das ist der man, Wert. wie funktionieren die Tools, wie funktioniert dann die Analyse, ja, Reichweite? Ist ja ganz spannend, was man dort alles rauslesen kann. Ja. Mailchimp. Wer öffnet auch die rechtlichen Aspekte natürlich und auch die ethischen Aspekte? Ja, man kann ja da rausbekommen, wer öffnet welchen oder wer klickt auf welchen Link im Newsletter. Ja, so detailliert personalisiert hab ich das ja nirgends. Ja, Newsletter sind auch immer noch so tot, wie sie eben gemacht worden sind über lange Zeit. Wenn du da einfach nur einen RSS-Feed ausspielst, im Prinzip der jeden Tag 15 Meldungen rumschickt, dann interessiert es wenige. Also die Newsletter, die erfolgreich sind, von denen ich weiß, das sind oft die neuen Blogs. Das sind Leute, die extra Content für einen Newsletter erstellen, extra Beiträge schreiben, auch mit einer gewissen Persönlichkeit und so. Genau. Also ich nehme jetzt auch wirklich mit für die nächsten Webinare Curated Content und Newsletter und auch was ich auch ganz spannend finde, waren die Messaging-Bots. Ja, und überhaupt natürlich auch die Social-Bots. Ich glaube, das sind, also wer weiß oder wer sich auch gerne selbst vorschlagen will, dort Input zu geben, dann sehr gerne einfach E-Mail an mich. Ja, vielen Dank, Tom. Es war, glaube ich, interessant. Es war ein bisschen improvisiert heute, Ja, ist aber immer oft schwer getan, zwischen Chat und Herzeigen und so deine Fragen zu beantworten oder ob du jetzt gerade mit dem nein, User auch redest. weil wir natürlich, weil ja Tom auch sehr, sehr kurzfristig eingesprungen ist, aber dafür kriegt er Lob von Corona und sicher auch von anderen. Es gibt Applaus. Wow. Hier ist alles auch noch mit eingebaut. Gut, danke fürs Dabeisein. Ich darf noch ankündigen, das nächste Webinar heute Abend sogar um 20 Uhr zum Thema Crowdfunding. Ja, Crowdfunding ist ja auch hier ein bisschen angesprochen worden. Und das nächste Mal am Vormittag um 11 geht es um schnell zur eigenen Webseite. Also wie man ja, Content-Management-Systeme auswählt, wie man, was weiß ich, WordPress rasch installieren kann, welche Möglichkeiten es da gibt.
Ja, wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid, und wir würden uns jetzt auch noch über Feedback freuen. Ich habe hier den Link reingestellt, und ja, einfach ein paar, geht ganz schnell zum Ausfüllen, wäre super. Ja, danke nochmal, Tom, und ja, hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen. Heute Abend oder nächste Woche geht die Webinarreihe weiter. Cool. Ciao. Ciao.